Eine dem Frieden verpflichtete Gesellschaft braucht keine Armee. Krieg wird immer mehr als selbstverständliches Mittel der Außenpolitik und der Interessendurchsetzung propagiert. Indem Bundeskanzlerin Merkel öffentlich Freude über den Tod von Osama bin Laden bekundet, wird versucht, emotional Unterstützung für die Gewalt zu mobilisieren. Die sogenannten humanitären Argumente für Krieg erweisen sich regelmäßig als vorgeschoben, auch im Libyen-Krieg, in dem angeblich zu schützende Zivilbevölkerung von der NATO bombardiert und von Rebellen massakriert wurde. Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Krieg ist organisierter Massenmord. Krieg schafft die Voraussetzungen für neue Kriege und neue Gewalt. Dieser gefährlichen Dynamik müssen wir uns entgegenstellen, indem wir uns für Abrüstung, Entmilitarisierung, gewaltfreie Konfliktlösung und die Beseitigung aller Kriegsursachen einsetzen. Deshalb treten wir ein für Rückzug der Bundeswehr aus Afghanistan und allen anderen Auslandseinsätzen, Austritt aus der NATO, eine Bundesrepublik ohne Armee. Die Linke sagt, die Schulen müssen ein Ort der Bildung bleiben und nicht ein Ort der Rekrutierung werden. Auch dagegen müssen wir uns mit aller Entschiedenheit wenden. Die verteidigungspolitischen Richtlinien aus dem Jahr 2011 verbriefen es ganz deutlich. Die Bundeswehr soll umgebaut werden von einer, zumindest auf dem Papier, sogenannten Verteidigungsarmee in eine Interventionsarmee. Nach Bundestagsbeschluss sollen künftig 10.000 Soldaten jederzeit im Ausland einsetzbar sein. Das entspricht etwa der doppelten Zahl derjenigen Soldaten, die in Afghanistan tätig sind. Das muss man sich mal vorstellen. Die Politik möchte, dass zwei Afghanistan-Einsätze gleichzeitig durchführbar sind. Das darf nicht wahr sein. Ein einziger ist schon zu viel. Wir müssen die Kriegseinsätze sofort beenden. Die Bundeswehr darf nicht an Militärinterventionen teilnehmen, nirgendwo auf der Welt. Nein, marschieren wir gegen den Westen. Nein, wir marschieren für all die Welt, die von Waffen nichts hält. Und das ist für uns am besten. Wir brauchen keine Generale, keine Bunker, kein Führer auf Quartier. Und der Lehrer wird zum Feldmarsch alle. Und die Mütter, die werden Offizier. Der Monteur, der Friseur, der Student, der nicht mehr pennt. Und der Maler, sie rufen uns alle. Marschieren wir gegen den Westen. Nein! Marschieren wir gegen den Westen. Nein! Wir marschieren für eine Welt, die von Waffen nichts behält. Denn das ist für uns am besten. Die Welt befindet sich derzeit im Wettlauf der Aufrüstung. Und Deutschland spielt auch mit. Weltweit sind Militärgüter made in Germany sehr begehrt. In den letzten 10 Jahren stieg sogar die Rüstungsindustrie Deutschland zu der Speerspitze der Wirtschaft auf, welche für die Rohstoffaußenpolitik der Bundesregierung heutzutage vordergründig in Erscheinung tritt. Wenn es darum geht, langfristige Verträge für den freien Zugang zu den strategischen Rohstoffen wie Coltan, Erdöl, Flüssiggas sowie zu den seltenen Erden zu sichern, dann tritt erstmal die Bundesregierung mit der Genehmigung von Militärtechnologie samt Rüstungsproduktionskapazitäten und Lizenzen als Gegenleistung da, nicht nur an demokratische Regierungen. Auf der Liste von Empfängerländern von Rüstungsgütern made in Germany stehen fast alle Potentate sowie alle schlimmsten Feinde der Demokratie dieser Welt. Deutsche Rüstungsfirmen liefern Waffen und bilden Soldaten aus. Die Despoten bezahlen dann mit Rohstoffen. Ein sehr lohnendes Geschäft für die politische und Wirtschaftselite beider Seiten. Aber nur für die Zivilbevölkerung der jeweiligen Länder, betroffenen Länder, heißt das Tod und menschliche Tragödie.
von Angola, Algerien, Ägypten bis Zimbabwe, über Saudi-Arabien, Libyen und sonstige Militärjunta Lateinamerikas. Deutschland beliefert alle, ausnahmslos, bedenkenlos und liefert alle. Weil eben demokratische und parlamentarische Kontrollen fehlen und das für die Genehmigungen von Waffenexporte ins Geheim entschieden wird durch eine so geheimtagendes Gremium namens Bundessicherheitsrat. Und das Parlament hat nichts zu suchen, sagen die Politiker. Das ist ein Skandal. Alle gegen Atomkraftwerke sind, sondern aufstehen. Die Angst vor Plastikwaffen haben in der Hand von einem Kind, sollen aufstehen. Alle, die ihr Unbehagen immer nur im Magen tragen, nicht wagen, was zu sagen, nur von ihrer Lage klagen, sollen aufstehen. Sie sollen aufstehen. Es gibt so viele, die wie du auf beste Zeiten warten, nur keiner sich mehr Angst um morgen macht. Aber unser Morgenrot kommt nicht nach einer durchgeschlafenen Nacht. Wir träumen von einer Revolution hier, doch wer will schon, dass dabei Blut fließt? Wenn du dich da ganz bewegst, mag sein, dass es gelingt. Wenn du deinen Traum entbringst, mag sein, dass es das Leben wünschen sollen aufstehen. Der US-Militärflughafen in Erbenheim war und ist in einem Ausmaß wie seit langem nicht mehr in der öffentlichen Diskussion. Das liegt sowohl an der US-Army als auch an den wachsenden Protesten der Bevölkerung. Vor einer guten Woche ließen die Amis die Katze aus dem Sack, so hat es eine Journalistin mir gegenüber formuliert. Statt bisher oder in diesem Jahr vorgesehener 10.000 Flüge werden es in Zukunft 17.000 Flüge sein. Also statt durchschnittlich pro Tag 27, künftig 47 Flüge. Die militärische Konzentration in Wiesbaden durch die Einrichtung des US-Headquarters schafft darüber hinaus auch eine grundlegend neue Situation. Es ist abzusehen, welche Konsequenzen der Aufbau eines militärischen Planungs- und Operationszentrums, welche Folgen das haben kann. Es ist auch die Rede von einem sogenannten War Room, also einer Militäranlage zur Führung des elektronischen Krieges irgendwo im Nahen Osten, in Afghanistan, in Pakistan oder sonst wo. Diese Maschinen werden gesteuert aus den USA oder in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit hier aus Wiesbaden. Es ist verbunden mit einer starken Bedrohung, auch durch die zivile Bevölkerung. Es ist möglicherweise mit Anschlägen zu rechnen. Die Militarisierung von Wiesbaden schreitet voran und man sollte das ganz ernst nehmen, wie das ist. Wenn sich dann Stadtpolitiker hinstellen und freuen sich darüber, dass unsere lieben Freunde da sind, denen wünsche ich 14 Tage Wohnen in Bierstadt. Dann wäre das was anderes. So, das alles, und das ist die andere Entwicklung, die erfreuliche, wird von einer wachsenden Zahl von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr hingenommen. Es waren die Wiesbadener Bürgerinitiativen, die das Thema Militarisierung in die Montagsdemonstrationen auf dem Frankfurter Flughafen hineingetragen haben und die dort auf sehr viel Zustimmung gestoßen sind. Applaus